Hallo Abonnentenmenschen! Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt viel Spaß bei dem, was ihr gerade zockt. Ich habe ein paar Neuigkeiten für euch zum Thema Diablo Season 12. Genau wie zum Start der letzten Season wird es am ersten Abend der neuen Season ein Charity-Event geben. Der YouTuber und Streamer Wolfcryer organisierte zur letzten Diablo Season das erste Level with a Cause-Event. 30 Streamer, unter anderem auch ich, sammelten über $7,500 für das St. Jude Children Research Hospital. Und weil das Event so ein großer Erfolg war und es schön zu sehen war, wie alle Streamer zusammenkamen und zusammenarbeiteten, wird es auch zum Start der neuen Season ein Event geben. Dieses Mal geht das Geld an die Organisation Take This. Ihr Ziel ist es, die Gaming-Community über psychische Störungen und Krankheiten zu informieren. Zusätzlich organisieren sie auch AFK-Räume auf Conventions und Messen, in denen man sich zurückziehen kann, wenn einem die Messe ein wenig zu viel wird. Gerade mit Angststörungen können volle Messeveranstaltungen eine große Belastung sein. Dieses Charity-Event ist für mich aber auch persönlich wichtig. Ich bin Asperger-Autistin und auch wenn Autismus keine psychische Krankheit ist, hat es doch einen großen Einfluss auf mein Leben. Alles, was für Menschen ohne Autismus einfach zu erledigen ist, kostet mich unglaublich viel Kraft. Ich leide an Depressionen und Angststörungen, solange wie ich zurückdenken kann, verursacht von der Reizüberflutung, die der Alltag für mich darstellt. Wenn man nicht in der Lage ist, Geräusche, visuelle Reize, Gerüche und sogar Emotionen zu filtern, dann bleibt man lieber allein und vermeidet die Situationen, in denen man sich überfordert und unwohl fühlt. Gaming hat mich aber zu einem sozialen Menschen gemacht, denn ich kann mit euch im Stream reden, ohne dass ich nach draußen gehen muss. Ich interagiere mit Freunden in Spielen und erlebe Abenteuer, die ich mit meiner Autismus-Spektrum-Störung nicht erleben und genießen könnte. Deswegen ist mir diese Charity auch persönlich sehr wichtig. Wenn du den Charity-Stream besuchen möchtest und dich auch auf die neue Diablo 3-Season freust, dann schalte am 9. November um 16 Uhr auf meinen Twitch-Kanal Tia Aurora ein. Ich streame mindestens so lange, bis das Donation-Goal erreicht ist. Und wenn das schnell passiert, dann streamen wir natürlich auch viel länger. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann. Tschüssi.